Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Gestern ist ja so ein kleines Update rausgekommen. Ich glaube, auf der PlayStation war es 7 GB groß. Ich glaube, auf der Xbox und auf der PlayStation waren es ungefähr 11 GB. Es wurden einige Dinge geändert, beziehungsweise sind ein paar neue Modis am Start und es gibt eine neue Map. Das werden wir uns natürlich alles im Verlauf des Videos anschauen, deswegen bleibt gerne dran. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren, würde mich echt mega freuen. Und ja, ich würde sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Das erste, was man direkt sieht, was sie verändert haben, ist dieser Ladescreen. Also, wenn man jetzt auf Kampagne geht, hat man verändert das Bild auf mehr Spieler auch. Bei Coop und bei Shop ist das natürlich auch geändert worden. Und dieser Screen vom Battle Royale Modus hat sich auch noch ein bisschen verändert. Dort sieht man jetzt im Hintergrund Transmission Coming, also es heißt wirklich, es kann nicht mehr weit sein. Auf der neuen Map, die am Start ist, befindet sich auch so ein kleiner Hinweis mit dem 3.3., das wir jetzt auch schon mit dem Regiment Clan Text hatten vor ein paar Tagen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir am 3.3. wirklich den Battle Royale Modus bekommen. Dann ist jetzt auch im Shop das Mace Bundle mit dem Operator Skin Mace. Mit dabei ist noch eine PKM-Variante und eine Shotgun-Variante. 2400 COD-Punkte, umgerechnet 20 Euro ungefähr, kostet dieses Bundle. Dann kommen wir erstmal zu den neuen Modis, die wir am Start haben. Wir haben den bodenständigen Bodenkrieg-Modus, den 3 gegen 3 Feuergefecht, Only Rust-Modus, das dreckige alte Hausboot und die Rieseninfektion. Der bodenständige Bodenkrieg-Modus ist auf jeden Fall Modus ohne Panzer und quasi wie in dem Realismus-Modus, also quasi Realismus-Bodenkrieg, nur komplett ohne Panzer, was sehr, sehr nice ist. Dann der Feuergefecht 3 gegen 3 Only Scharfschützen-Modus ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, Only mit Scharfschützengewehre, leider ohne Aufsitz, also die Waffen sind alle ohne Aufsitz, was ein bisschen belastend ist. Und das Ganze findet Only auf Rust statt, was natürlich absolute Nostalgie-Feelings hochbringt. Und dann haben wir das dreckige alte Hausboot, eine Playlist, die sich sehr, sehr viele Leute gewünscht haben. Mit dabei ist auf jeden Fall Rust, Shipment und Shoothouse. Ich glaube, das sind so die drei beliebtesten Maps in der Playlist. Und das, wie gesagt, ist jetzt alles als 24/7 Playlist am Start. Und dann haben wir noch riesige Infektion. Das Ganze ist auf jeden Fall eine XXL-Variante von dem normalen Infiziert-Modus. Ist sehr, sehr nice. Natürlich werden wir uns gleich aber auch noch die neue Map anschauen, also bleibt gerne dran. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Runde. Let's go. Es sind einfach 48 fucking Leute in dieser Lobby. Es wird wild. So, Bodenkrieg auf Anya Place. Guckt euch einfach diese Minimap an. Das Ding ist, am Anfang sind erstmal 6 Leute infiziert. Okay. Am Anfang ist der Modus noch ein bisschen langweilig, weil nicht so viel passiert, beziehungsweise noch weniger infiziert sind, aber wenn es dann in die letzten Runden, beziehungsweise in die letzten Minuten vom Spiel geht und meistens dann auch schon extrem viele Leute infiziert sind, wird dieser Modus echt lustig und spannend. In diesem Modus ist es, glaube ich, auch ein bisschen leichter, einen Nuklear zu erspielen, weil auch viel mehr Leute am Start sind, mit denen man quasi irgendwo chillen kann. Okay, da ist einer. Ah ja, guckt euch einfach die Minimap an, wie viele Leute da noch am Start sind. Digga, ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit rumzustehen. Ein bisschen bewegen muss ich mich jetzt schon noch. Die machen einfach nichts anderes, die ganze Zeit. Er macht halt nichts anderes. Sie beide machen halt nichts anderes. Sie fahren instant um die Map. Oh, mein Aim. Okay, da kommen sie. Nein! Was? Was? Ich bin der Fahrer. Mann. Ah. Ja. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Schon, Digga. Oh nein, er sieht mich halt echt nicht. Oh Mann, er tut mir so leid. Let's go. Ich liebe diesen Modus. Der normale Infiziert-Modus ist auch schon nice, aber hier ist nochmal viel, 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 viel mehr Action. Guckt euch einfach an, wie viele Leute da auf der Tankstelle sind. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Update bis jetzt haltet. Guckt euch einfach an, wie viele da oben chillen. Guckt euch einfach an. Okay, geil, mich komplett weg. So, komm schon, jetzt 360. Komm, einen brauchen wir da oben. Komm, wir müssen da irgendwie hoch. Let's go, let's go. Okay, sie chillen beide hier. Es müsste eigentlich relativ schnell gehen. Eine noch. Okay, let's go. Okay, er hat keine Chance gehabt. Er hatte einfach keine Chance. 37 Leute gegen einen. Das war auf jeden Fall der neue XXL-Infiziert-Modus. Ist wirklich einer der besten Modis. Vielleicht werden wir ihn gleich nochmal ein bisschen zocken. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die neue Map an. So, direkt First Try die neue Gunfight-Map gefunden. Und zwar ist das die Bazaar-Map, die eigentlich schon von Day 1 in Season 2 kommen sollte. Allerdings weiß ich nicht genau, warum sie es jetzt erst released haben. Hier seht ihr auf jeden Fall vielleicht einen kleinen Easter Egg für den Battle Royale-Modus. Und zwar steht hier schon wieder 3.3. Das Ganze hatten wir auf jeden Fall jetzt erst letztens mit diesen Regiment-Sachen. Jeder, der in einem Regiment wartet, dann plötzlich diesen 3.3. als Clan-Tech. Alles klar, er war absolut One-Shot. So sieht die Minimap auf jeden Fall von Bazaar aus. Ist sehr, sehr nice, muss ich sagen. Also ist sehr gut für Gunfight geeignet, denke ich mal. Natürlich müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sie sich jetzt so spielen lässt, wenn man ein bisschen mehr damit spielt. Oh nein! Armbrust in Feuergefecht. Ach, Digga. Also die Map ist eigentlich auf beiden Seiten relativ gleich gestaltet. Man kann hier links und rechts jeweils einfach hochgehen und in der Mitte hat man diese Brücke hier. Wo ist er? Wo? Oh. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu Bazaar in die Kommentare. Ich muss sagen, die Map ist eigentlich relativ nice. So. Er ist hier unten. Er
zündet mich an. Ah, es ist so respektlos, Digga, es tut mir leid. Ah. Ja, das Karma wird gleich so zurückschlagen, ich weiß es jetzt schon. Mein Aim! Das hat keiner gesehen, aber let's go! Komm schon, wir kriegen jetzt locker eine Shotgun oder einen Sniper, ich weiß es jetzt schon. Ich wusste es, Digga, ich wusste es. Die letzte Runde mit der 725, es war so klar. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Ah, es war einfach so Karma. GG. So, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, wenn ihr auf der Bazaar-Map seid, gibt es ein kleines Easter Egg, wenn ihr im Zuschauermodus seid. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach nur nach oben gehen, also so weit wie möglich und dann werdet ihr gleich das sehen. So, wenn ihr wirklich ganz, ganz oben seid, seht ihr natürlich die Map von oben und wenn ihr einfach nach vorne schaut, seht ihr schon, das Easter Egg ist am Start. Es sieht echt nice aus, dieser Ausblick. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber es ist ein sehr, sehr lustiges Easter Egg. Falls ihr es selber austesten wollt, ihr müsst einfach nur in den Zuschauermodus gehen, im privaten Spiel, auf Bazaar und dann solltet ihr das ganz easy finden, wenn ihr das macht, was ich euch gezeigt habe. Ich habe keinen Plan, wo das ist auf der Erde, aber sieht schon extrem fresh aus. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der Battle Royale Modus am 3.3. kommt. Wir hatten das Ganze jetzt mit den Regimenten, wie gesagt, schon. Und der Fakt, dass auf der neuen Bazaar jetzt auch einfach nochmal dieser 3.3. so ein bisschen geteased ist. Es kann natürlich alles Zufall sein, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Zufall ist. Wie das einfach aussieht. Man sieht gar keine Spieler, weil man sieht einfach nur noch Namen. Komm, wir fahren jetzt auch mal ein bisschen durch die Gegend. Komm, den überfahren wir jetzt. Easy. Was? Oh, oh, da ist noch einer. Fahr, 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 fahr. Der Modus macht echt unnormal Spaß, wenn man ihn mit 4, 5 Leuten oder so zockt. Komm, den einen müssen wir noch überfahren. Wie er geflogen ist. Uff. Du wärst mir. Easy. Das sind einfach zu viele. Let's go. Komm, wir halten jetzt einfach mal kurz hier an. Nein. Okay, Spezi-Bonus, nice. Nein, nein, nein. Oh, RIP. Komm, ich muss jetzt auch hier hoch. Es ist einfach so lächerlich. Jeder chillt hier oben. Die Nuke ist, glaube ich, in diesem Modus ein bisschen leichter als in den normalen Infiziert-Modus. Da einfach viel mehr Leute am Start sind. Die Zeit geht, glaube ich, ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Aber es macht ohne mal Spaß. Es macht wirklich ohne mal Spaß. Versuche jetzt das Bestmögliche hier rauszuholen. Let's go, wir haben sie, wir haben sie. 3 Gegner noch, es waren gerade noch 15. Oh Mann, Alter, wir sind ernsthaft. Okay, wie viele Leute sind wir? 1, 2, 3, ich kann es nicht mal mehr zählen, es sind so viele. Was macht der da? Er macht Feed nach Feed. Er ist der beste Spieler. Okay, 30 Sekunden gegen eine Person, 42 gegen 1. Wenn wir das verlieren, er ist der beste Spieler der Welt. Okay, besser ist es. GG. So, das wär's auf jeden Fall von diesem kleinen Video zu den Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos verpassen wollt, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich echt mega freuen. Wie gesagt, das Update ist zwar nur ein kleines Update, aber immerhin haben wir jetzt was Neues am Start. Und da kann man sich natürlich nur freuen. Und Leute, das wär's von mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.